Reisende kommen am Dulles-Flughafen in Washington an, begleitet von Protesten gegen das Einreisedekret von Präsident Donald Trump. Das Papier besagt, dass Bürger aus 7 mehrheitlich muslimischen Ländern vorerst nicht in die USA dürfen. So wie Fatima Abu al-Qassem al-Kasch. Sie musste in ihre Heimat Sudan zurückkehren, obwohl sie ein gültiges Touristenvisum hatte. Ich wollte meinen Bruder in Amerika besuchen. Er lebt in Arizona, in Phoenix. Er ist Arzt, ein bekannter sudanesischer Arzt. Es gibt doch keinen Grund, warum uns das Reisen verboten sein sollte. Amir Hamed Al-Manoufi war auf dem Weg nach Atlanta zu einer Landwirtschaftsmesse, als er von den US-Behörden an der Einreise gehindert wurde. Unsere Geschäfte mit US-Firmen stellen einen Umsatz von rund 27 Millionen Dollar für uns dar. Und da sind die möglichen Gewinne, die wir hätten erzielen können, wenn wir bei der Messe teilgenommen hätten, gar nicht eingerechnet. Die sudanesische Regierung kann gegen die jetzige Situation nur wenig tun. Bis auf Weiteres werden für Bürger des Sudans keine US-Visa mehr ausgestellt.